Herzlich willkommen zu Duodes, den 9. Heilertagen im Chiemgau. Dass Sie alle heute hier an diesem Ort der Begegnung sind, das freut uns sehr. Es ist ein wunderschönes Zeichen dafür, dass Sie mit offenem Herzen und mit offenen Augen durch die Welt gehen und dass Sie mit uns gemeinsam ganz besondere Momente erleben möchten. Für alle jene, die mich noch nicht kennen, ich bin Annette Müller, ich bin die Gründerin und Leiterin der ersten Klinik für geistiges Heilen in Deutschland. Zu uns kommen Menschen aus aller Welt, um sich durch Handauflegen heilen zu lassen. Und das, was sie schildern, ist, dass sie so etwas erleben wie ein Licht, das ihr dunkles Schicksal erhält und das sie ein Stück heiler macht. Und diese Erfahrung, ein Stück heiler zu werden, die wollen wir so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Und deshalb haben wir die Heilerschule École Saint-Esprit an diese Klinik angeschlossen. Und wir haben in der Vergangenheit bis jetzt über 100 Heilerinnen und Heiler aus aller Welt hier ausgebildet. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur Heiler in Deutschland und Europa, sondern wir haben auch Heiler in den USA und sogar in Südafrika, in China und in Indien. Wir wünschen uns, dass viele Menschen ihre wahre Größe erkennen, die sie im Innern tragen. Und mit den Heilmethoden Amazing Grace und Sky Yourself bieten wir die Möglichkeit zu wachsen. Warum? Do ut des, als Motto für die Heilertage. Do ut des kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, ich gebe, damit du gibst. Und damit meinen wir nicht das gängige Verständnis, dass ich dir etwas gebe, damit ich im Ausgleich von dir auch wieder etwas zurückbekomme. Nein, sondern hier bei Do ut des wollen wir selbstlos geben, sodass der andere mit vollem Herzen, mit vollen Händen dann auch wieder weitergeben kann. Jeder Mensch hat etwas zu geben. Also geben wir etwas, damit sich Fülle ergeben kann. Do ut des versteht sich als eine Plattform für Begegnung. Und dass wir uns heute hier alle treffen, bedeutet für uns alle ein ganz großes Glück. Denn wir treffen hier Menschen, die anders denken. Und das ist nicht so leicht, solche Menschen zu treffen, die anders denken und doch eines Sinnes sind. Und ich möchte euch dazu ermutigen, einander kennenzulernen, aufeinander zuzugehen, euch vorzustellen. Denn hier sind Menschen da, die sonst nicht so leicht zu finden sind. Also ich habe noch so viel mehr zu sagen, ja, an diesem Wochenende. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Highlights, auf die Höhepunkte. Und zwar der erste Höhepunkt ist: Das Beste, das dir begegnen wird, werden die Menschen sein. Das sagte der berühmte Theodor Fontane. Und genau diesen Satz habe ich mir als Titel für mein neues Buch gewählt. Und zweitens der Filmemacher und Journalist Emmanuel Itier aus Hollywood. Emmanuel hat uns zwei Filme mitgebracht, und zwar einmal The Invocation, das ist ein Aufruf zu einer weltumfassenden Harmonie und zum Frieden. Und in Gesprächen unter anderem mit Deepak Chopra, Dalai Lama und Masaru Emoto und anderen wunderbaren, tollen Leuten findet er Antworten auf die Fragen, die uns am meisten bewegen. Und zwar die Fragen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wie können wir in Frieden zusammenleben? Und sein Film Femme, Frauen heilen die Welt, das ist eine sehr inspirierende Dokumentation, wo er Frauen auf aller Welt aufsucht, die Einfluss haben und viel Weisheit und die sehr viel Energie
darin investieren, die Welt in eine bessere zu verwandeln. Emmanuel, would you please come on stage? Bitte erkläre unseren Gästen, I'm going to translate this in a, in a minute, was dich zu diesen beiden Filmen inspiriert hat. So please explain our guests what inspired you to do these two films. You. That's what inspires me every day. I think you're right. I think the most inspiration you get is from the people you encounter. Also, ich glaube, die meiste Inspiration bekommen wir wirklich von den Menschen, denen wir begegnen. That's it. Oh, you want more? Okay. Well, what inspired me as well was to really try to figure out how to bring us together. And I think documentaries are really a medium, a political medium, to bring people together. And that was my wish. Also, was ich damit erreichen möchte, ist, dass die Dokumentationen die Menschen zusammenfinden. Und es ist auch ein, für ihn ein politisches Medium, etwas zu verändern. Und das ist sein Wunsch. And so I took two small subjects, God and women. And if you survive God and women, I think you can survive anything. Und ich habe mich auf zwei Themen konzentriert. Das ist Gott und die Frauen. Und wenn man das beides überlebt, dann überlebt man alles. Und was sind deine nächsten Projekte? What are your next projects? So, next project, and it's going to be an exclusive here, we're going to show you a promo of 4 minutes of Shamanic Trekker, which is about shamanism in Peru. Das nächste Projekt ist Shamanic Trekker. And then we are finishing a movie called The Cure, and Annette is featured in it as well as Nultan and Robin and a few of you that I interviewed yesterday. So thank you very much for being part of Und The das Cure. Das nächste Projekt heißt The Cure, also die Heilung. Und da werden also ich und Nultan und Robin und andere, die eben hier interviewt wurden gestern, mit dabei sein. Thank you very much. Thank you. We'll see you at the movies. So, before we start the movie, Annette wanted me to talk a little bit about the state of spirituality in Hollywood. Also, Annette wollte, dass ich ein bisschen über die, den Stand der Spiritualität in Hollywood spreche. Which at first could be a contradiction. Was sich am Anfang widersprechen könnte. Because, as you can see in your theaters, they do a lot of garbage. Weil wir in den Kinos sehen könnt, machen die auch eine Menge Mist. Beyond the garbage, Hollywood for the last 5 to 8 years has reinvented itself. Ah, okay, also abgesehen von dem Müll hat Hollywood sich über die letzten 5 bis 8 Jahre neu kreiert. And you have an emerging group of filmmakers like Sharon Stone, me and others. Und es gibt eine aufsteigende Gruppe an Filmemachern wie Sharon Stone und andere. Who decided to rebel and do inspiring movies. Und die haben sich eben dazu entschieden, inspirierende Filme zu machen. Und zu rebellieren. It's a rebellion! Enough crap. I personally started because I had kids and I wanted to educate them from a different place than the violence that is on American television. Also ich persönlich habe damit angefangen, weil ich Kinder habe und ich sie auf eine Art und Weise erziehen wollte, die nicht herkömmlich sind und die nicht so gewaltvoll sind. I noticed that even my 11-year-old, when he watched Famo Invocation, is very peaceful. Und mir ist aufgefallen, dass sogar mein 11 Jahre alter Sohn, wenn er sich Famo und die Invocation anschaut, sehr friedlich ist. So I think these movies have a healing power. Also glaube ich, dass diese Filme eine Heilungspower haben. The difficulty in Hollywood is to release them and distribute them. Das Schwierige in Hollywood ist, die zu verteilen, also die zu veröffentlichen und zu verteilen. There are just a few companies who take a chance. Da sind nur wenige Companies. Verleihe, die sich das trauen und sagen, okay, das machen wir. But it's a growing movement and I'm hopeful that within the next decade it will be the norm. Also, aber es ist eine wachsende Bewegung und ich hoffe, dass das in den nächsten 12 Jahren die Norm sein wird.
especially with company like Netflix, Hulu, Amazon, vor allem buy them. Mit Kompanien wie Netflix, Hulu und Amazon, die diese eben kaufen. But also Universal Pictures has now a company called Gaiam. Aber auch Universal Pictures hat jetzt eine Company, die heißt Gaiam. Which is really the spiritual branch of Universal. Das ist wirklich so die spirituelle Branche von Universal Studios. So they do Fast and Furious. Also machen die The Fast and the Furious. And then Invocation and Femme. Und dann Invocation and Femme. So you can see that, you know, there is hope for a better media full of peace and love. Also könnt ihr sehen, dass es Hoffnung gibt für bessere Medien voller Frieden und Liebe. But it's a constant fight still. Aber es ist trotzdem noch ein konstanter Kampf, ein konstanter Kampf. And thanks to event like this, it gives us an extra platform to show you these movies. Und dank solcher Events wie diese gibt es uns eine extra Plattform, um Filme wie diese eben zu zeigen. So I'm very thankful to Annette and Gwen and everybody in Ecole Saint-Esprit to have me here. Also ich bin Annette und Gwen und jeden allen in der Ecole Saint-Esprit sehr dankbar, mich heute hier zu haben. And thanks to you as well, because that's a sign of success. Und danke euch allen auch, weil das ist schon ein Zeichen des Erfolgs. So, now we're going to show you the promo for Shamanic Trekker, which is a new movie I'm finishing. Also jetzt zeigen wir euch die Promo von Shamanic Trekker und das ist ein neuer Film, den ich gerade fertig mache. Because I understand some of you were not there yesterday. Genau, weil so wie ich das verstehe, waren einige von euch gestern nicht da. This movie was filmed in Peru 2 weeks ago at 5000 meters of altitude. Okay, dieser Film wurde vor 2 Wochen in Peru gefilmt auf 5000 Metern Altitude. And it's about shamanism among the Keros. Und da geht es um den Schamanismus unter den Carols? The Carols, an old tribe and the descendant of the Incas. Ein altes Volk und die Nachfahren der Incas. Yes. And after Shamanic Trekker, we're going to show you the Invocation. Und nach Shamanic Trekker zeigen wir euch die Invocation. So the story of the Invocation is a little bit crazy. Okay, also die Geschichte von the Invocation ist ein bisschen verrückt. Like me. Wie selbst. Because 10 years ago, I was driving to Los Angeles to a meeting and I had all these thoughts in my mind. Weil vor 10 Jahren bin ich zu einem Meeting in Los Angeles gefahren und ich hatte diese ganzen Gedanken in meinem Kopf. Actually, I was driving a BMW. Eigentlich bin ich sogar ein BMW, ein gutes deutsches Auto gefahren. A convertible. Ein Cabriolet. And I was driving like a French maniac. Und ich bin wie ein französischer Verrückter gefahren. With some rock and roll music. Mit Rock and Roll Musik. And out of nowhere, I looked up and I said, "Fuck you!" Und aus dem Nichts habe ich nach oben geguckt und habe gesagt, "Fuck you!" I think I was frustrated at myself and the universe not to know what to do next. Also ich glaube, dass ich frustriert war mir selbst gegenüber und dem Universum gegenüber, weil ich nicht wusste, was ich als Nächstes tun soll. And at that moment, I saw the invocation. It crystallized in my mind. Und in diesem Moment habe ich die Invocation gesehen. Also es hat sich wirklich in meinem Verstand zusammengesetzt. I think artists are a little bit crazy and possessed. Also ich glaube, dass Künstler ein bisschen verrückt und besessen sind. Yeah, it's how we create. Das ist, wie wir es schaffen. So the invocation is really a study of the notion of oneness. Also die Invocation ist wirklich eine Studie des Einsseins. What brings us together beyond our differences? Was bringt uns zusammen differences? Trotz aller Unterschiede. Of religion, spirituality. Alle Unterschiede von Religion, Spiritualität. But also countries, aber genders, classes. Geschlecht, how do we go beyond this appearance of separation? Wie kommen wir
this illusion of separation. Okay, wie überwinden wir diese Illusion von getrennt sein? And how do we realize that we are indeed one? Und wie erkennen wir, dass wir wirklich eins sind? And how we are so complementary to each other. Und dass wir uns so gut ergänzen. Where all of you have a genius that is really necessary for the planet. Weil jeder von euch habt eine Genialität, die für den Planeten sehr wichtig sind. And it's unique. Nobody has the same intelligence. Und es ist einzigartig. Niemand hat die gleiche Intelligenz. So it's a message of peace, love and hope. Also es ist eine Nachricht von Friede, Liebe und Hoffnung. And before we start, I'm just going to explain the title, the invocation. Und bevor wir beginnen, erkläre ich jetzt noch kurz den Titel, the invocation. People say, why that title, the invocation? What is that? People fragen sich, warum dieser Titel? Was ist the invocation? So, when I did my movie, Oneness, God, Energy. Also, als ich meinen Film gemacht habe, einzig ein zu sein, Gott und Energie. I wanted to find a word that meant that, that meant this notion of God. Also wollte ich eben ein Wort finden, das das beschrieb. And by chance, I was surfing the internet. Und ganz zufällig habe ich einfach durchs Internet geguckt. And I thought, what is the word God anyway? Und habe mir gedacht, was ist denn das Wort Gott überhaupt? And I found that actually the origin of the word God. Und ich habe herausgefunden, dass der Ursprung des Wort Gottes is a Pan-Germano-Verb, which is to invoke. Ist ein altes germanisches Wort, das hereinruft, yeah. Das anruft. And I thought, this is great. I'm going to call it the invocation because it's a call to wake up people and to inspire people. That's God. Genau, und dann habe ich mir gedacht, das ist toll. Ich nenne es the invocation, weil das ist sozusagen ein Ruf, hereinzurufen, also wirklich aufzuwecken. I hope you enjoy this invocation and that you become enlightened by all these people you're going to listen. Also ich hoffe, dass euch die Invocation gefallen wird und dass ihr ein wenig erleuchtet sein werdet. And I'll be back for a Q&A after the movie. Genau, und ich werde danach für die Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen allen jetzt ein wunderschönes Do-Ut-Des-Wochenende. Vielen Dank.